Liebe Zuschauer, was Mario Draghi nicht gelungen ist, ist Janet Yellen in den USA gelungen, nämlich die heimische Währung zu schwächen. Welche Auswirkungen hat das auf Rohstoffe und Rohstoffmärkte? Das besprechen wir mit Christoph Zwiermann. Schönen guten Tag, Herr Zwiermann. Ja, wunderschönen guten Tag. Herr Zwiermann, wir schauen seit Wochen auf die Rohstoffwährungen, sind etwas verwundert. Es geht relativ stark aufwärts. Wenn wir jetzt mal schauen, ein Rohstoffindex im Vergleich zum australischen Dollar, nur mal als Beispiel, dann kann man das sehr, sehr schön sehen. Ja, wunderbar. Also wir sehen natürlich hier, dass wir eine Erholung bei dem CRB-Index haben, was ein sehr breiter Index ist, und dem australischen Dollar. Wir sehen auch an der Stelle, dass der australische Dollar schon sich ein ganz Stück früher umgedreht hat und im Moment ansteigt. Das heißt, diese Korrelation, die wir im Moment hier sehen, wurde jetzt eigentlich durch die Frau Yellen noch etwas verstärkt, indem sie ja wirklich den Dollar hier regelrecht weltweit nach unten gedrückt hat, mit dem, dass man die Zinsen nicht mehr so stark anheben will, wie vorher geplant. Das heißt also mit anderen Worten, hier wurde eine Bewegung, die vorher schon im Gange war, im Grunde genommen verstärkt und jetzt wahrscheinlich auch noch nachhaltiger, soll man sagen, dass man ihr folgen kann. Die Rohstoffe sind schon vor Frau Yellens Entscheidung bzw. Nichtentscheidung gestiegen. Wir haben uns hier über Gold gewundert, aber Platin macht da auch mit, wenn wir das mal sehen. Hier war die Entwicklung ja fast ähnlich spektakulär wie bei Gold. Ja, ganz klar. Also Platin, Gold ziemlich in der gleichen Korrelation. Wir sehen es zum Jahresanfang beginnt das Ganze eigentlich schon in der Umkehr. Das Schöne ist also bei Platin, also es kommt ja aus einem Land Südafrika. Ja, insgesamt 70% des Weltplatins wird in Südafrika gewonnen. Das heißt also, da sehen wir natürlich auch Auswirkungen. Aber hier beim Platin selbst sehen wir, wir haben von den ganzen Abwärtsbewegungen, die wir vorher gesehen haben, sind wir schon bei 38,2% angekommen, etwa 1.000 Dollar. Wir sind jetzt ein Stück zurückgekommen und 1.100 und ein bisschen mehr sind so die nächsten Ziele. Ich nehme an, dass wir das also jetzt hier in den nächsten Wochen machen können. Sie haben den südafrikanischen Rand schon angesprochen, weil Platin hauptsächlich in Südafrika gefördert wird. Nun fällt der Dollar zum Rand, aber das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass die heimische Währung wieder teurer wird. Genau, also hier mit dem Platin, was ja natürlich für Südafrika sehr positiv ist. Südafrika hat übrigens auch die Zinsen nochmal angehoben. Aber das Wichtige ist eigentlich hier der Rückgang des Dollars. Wir sehen hier in der vergangenen Woche nur mal die Auswirkung. Der Dollar war noch relativ hoch, immerhin hier bei über der 16 und fiel dann bis zu 15 zurück mit der Entscheidung, dass die Amerikaner die Zinsen nicht so weit anheben werden. Hier geht es darum, wenn wir unter die 15 kämen, würden wir Richtung 13 fallen. Das heißt also, da auch weiterhin festerer südafrikanischer Rand. Okay, weiterhin festerer südafrikanischer Rand. Und das ist ein Phänomen, was ein bisschen ungewöhnlicher ist, denn auch die Aktienkurse steigen in Südafrika auf breiter Front. Ist es dann dennoch wahrscheinlich, dass wir hier neue Allzeit hoch sehen, wenn sich auch die heimische Währung verstärkt? Ja, das Schöne ist für den ausländischen Anleger, dass er bei beidem gewinnt, ja, also an dem südafrikanischen Rand, an den Rohstoffen an sich und natürlich am südafrikanischen Aktienmarkt. Wir sehen hier, waren da unten mal, also im Jahresanfang bei 41.000, sind im Moment also immerhin schon bei 47.800. Bei 49.300 etwa machen wir neue Allzeithochs. Das sind die beiden letzten Tops gewesen. Das heißt mit anderen Worten, 200-Tage-Linie übersprungen, auch wunderbar. Also ein Markt, der natürlich durch die Rohstoffe, was alles in Südafrika geschürft wird und natürlich durch die Währung gleichzeitig getragen wird. Erholung sehen wir auch bei anderen Rohstoffen, nicht nur bei Platin. Und das kommt uns hier auch an der Tankstelle nicht zugute, sondern wir spüren es einfach. Das ist die Erholung der Ölpreise. Die Tiefs bei ungefähr 28 haben wir hinter uns gelassen. Ist da jetzt ein Boden erreicht bzw. ein Aufwärtstrend gebildet? Ja, ich würde sagen, bei der Umkehr, die wir gemacht haben, wir sind ja schon über 40% vom Tief gestiegen, kann man ja also wirklich gut von der Umkehr sprechen. Ich hatte vor ein paar Wochen mal darüber gesprochen, dass man voll tanken muss und dann es weiter steigt. Das Problem ist, dass man immer wieder tanken muss. Aber hier bei der Technik sieht man 41,60. Gestern waren wir schon bei der 42. Das ist natürlich etwas, wo hier ein Rohstoff, der im Moment immer noch bezweifelt wird, dass er weiter ansteigen wird. Aber ich glaube, dass man sich innerhalb der Förderländer im gewissen Rahmen einigen wird und das dazu führen wird, dass es weitergeht. Also rein technisch, nächstes Ziel etwa hier $45. Okay, das wird auch in Russland positiv wahrgenommen werden, denn wir haben in Russland die große Ölabhängigkeit. Nun sehen wir erst endlich mal, der Dollar zum Rubel auch verliert. Das war lange Zeit nicht so. Aufatmen in Russland.
Ja, ganz sicherlich. Also Russland ist natürlich sehr daran interessiert, dass der Ölpreis weiter steigt. Ja, das ist ja auch bis jetzt gelungen. Hat sofort Auswirkungen gehabt, also auch hier auf den Rubel. Natürlich letzte Woche die Tatsache, dass man US-Zinsen nicht höher macht, hat da nochmal mitgeholfen. Und wir sehen hier, wie intensiv der Dollar gegen den Rubel fällt. Zielgröße wäre, wir sind im Moment bei 67, Zielgröße wäre ungefähr 48,50. Würde natürlich bedeuten, dass man, wenn man im russischen Markt engagiert ist, wenn man an dieser Stelle im Rubel engagiert ist, auch hier so eine Art Doppelgewinn stattfindet. In Russland ist was Ähnliches passiert, wie zum Beispiel auch hierzulande im DAX, wenn auch viel, viel stärker, dass mit den fallenden Ölpreisen auch die Aktienkurse gesunken sind. Aber der RTX ist deutlicher gesunken, hat sich aber auch, wenn man so will, spektakulär wieder erholt. Ist da die Erholung der Ölpreise schon mit vorweggenommen oder geht hier noch was? Also ich glaube, hier spielt sehr viel eine Rolle. Erstens mal war Russland extremst abverkauft. Wir sehen hier, dass wir dieses Tief von 800 nochmal gemacht hatten. Das andere war natürlich, dass die geopolitische Situation mit Russland immer eine Schwierigkeit ist und da auch noch bleibt. Aber ich glaube, Putin will im Moment zurück in G8. Man wird sehen, ob das im Sommer gelingt. Aber die Märkte nehmen hier auf jeden Fall schon mal einiges an der Stelle vorweg, wo man sagt, wenn der Ölpreis steigt, hilft das natürlich auch der russischen Wirtschaft an sich, hilft dem Rubel, auch hier wieder diese Art Doppelgewinn. Und wir sehen hier, wir sind von dem Tief im Januar schon um 50% in der Zwischenzeit gestiegen, haben hier diesen Abwärtstrend genommen, das heißt also über diese 1150, nächstes Ziel, dieses Hoch hier, 1250, also mit der Hinsicht ist hier im ersten Moment nicht mehr ganz so viel Platz, wir sind ein bisschen überkauft, aber ganz generell höherer Ölpreis, höherer Rubel, höherer Markt. Das wird in Deutschland vermutlich so einfach nicht. Aber schauen wir zunächst mal auf die Reaktion des Euro zum Dollar, nachdem Herr Draghi und Frau Yellen zugeschlagen haben. Der Euro erst relativ unspektakulär, aber das hat sich inzwischen geändert. Ja, also es ist nun so, dass es unheimlich interessant ist für meine Begriffe, dass Draghi sowohl Yellen es geschafft haben, den Dollar zu drücken oder mit anderen Worten den Euro nach oben zu heben. Ich bin der Meinung, dass diese Draghi-Situation hier etwas darstellt, wo der Markt einfach der EZB nicht mehr abnimmt, dass sie über die Maßnahmen den Euro noch weiter drücken kann. Der andere Faktor ist der, dass man über sehr lange Zeit im Euro finanziert hat. Wenn der Euro hier so steigt, wie er steigt, dann führt man diese Finanzierung zurück. Das heißt, die Euro-Carry-Trades werden zurückbezahlt. Das kann man ganz einfach machen, indem man sagt, okay, finanzieren wir in Zukunft wieder im Dollar. Ja, dann kauft man einfach nur in dem Fall Euro gegen Dollar und man hat umfinanziert. Das Interessante war also, dass Yellen hier an dieser Stelle das Gleiche nochmal bewirken konnte. Und wir haben zweimal Tagesreversal beim Euro-Dollar gesehen und sind jetzt hier auf dieser Ebene Richtung 1,13. Jetzt korrigieren wir bis 1,1150, was eigentlich eine sehr gesunde Korrektur ist. Und danach wird der Euro an dieser Stelle weiter steigen. Wenn der Euro weiter steigt, dann wird es aber auch gerade für den DAX wieder schwieriger. Wir haben das in der Vergangenheit bereits mehrfach gesehen. Augenblick. Sehen jetzt eine tendenzielle Erholung. Den DAX hatten wir jetzt schon kurz mal über der 10 gehabt, aber nachhaltig war das nicht. Was muss passieren, dass das klappt? Also erstmal zu den Negativsignalen, die beide Zentralbanken gesendet haben. Wir sehen hier ein riesiges Tagesreversal nach der Pressekonferenz von Mario Draghi. Also wirklich eine Dimension für sich. Und dann sehen wir nochmals, das ist der Folgetag von der amerikanischen Sitzung, dass die Frau Yellen es auch nochmal geschafft hat. Das heißt, der Markt handelt hier eine Korrelation an der Stelle Euro nach oben oder Dollar nach unten und DAX auch an dieser Stelle nach unten. Das heißt, der DAX muss sich hier extremst anstrengen, wenn er über das hinwegkommen will, was im Moment ungefähr die 10.000 darstellt. Also wir sehen hier diese 9.9, wir haben die 90 Tage jetzt dort tangiert, haben das nicht geschafft und sind an dieser Stelle wieder Richtung 60 Tage abgebogen. Wir sehen auch hier, dass wir ein ganzes Stückchen überkauft waren. Also von der Seite zuerst mal relativ schwierig, aber diese beiden Signale der Zentralbanken, wie der Markt darauf reagiert hat, darf man nicht übersehen. Nun schreiben ganz viele Journalisten, schreibt die Presse ganz oft, der DAX schafft es alleine ohne US-Hilfe nicht über 10.000 nachhaltig. Das meinte aber eigentlich was anderes, nämlich die Unterstützung von Dow und S&P 500. Aber Sie sehen eigentlich das Problem eher auf Währungsseite und die Unterstützung.
Ja, das ist das Problem. Das ist genau wie in Japan. Da haben sie das Problem, dass der Yen sich befestigt und der Nikkei nicht wegkommt nach oben über die 17.000. Also um es nochmal hier genauer zu erklären. Wir haben jetzt am gestrigen Tag die 10.095 gemacht. Das heißt, wir haben es gewagt, über diese 50% Retracement hinwegzukommen, 10.065, und haben es nicht geschafft. Wenn wir nicht über dieses 61% Retracement, sprich 10.390 hinwegkommen, dann wird der Markt nochmal diese Tiefs von ungefähr 8.700 testen. Also insofern sind wir hier auf einer Ebene. Letzte Woche zum Beispiel so ein Kreuz bedeutet immer Richtungssuche. Der Markt sucht die Richtung. Hier hatten wir so etwas und dann brach es ab. Es wäre natürlich schön, wenn man von hier nach oben raus könnte. Aber dadurch muss der Markt viel, viel mehr Dynamik entwickeln. Und das ist einer der Märkte im Moment weltweit, dass der DAX, dem die Dynamik fehlt. In den Rohstoffmärkten, wie wir vorher gesehen haben, selbst im amerikanischen Markt, ist wesentlich mehr Dynamik drin als im DAX. Vielleicht müssen hier auch Auslandskäufe reinkommen. Aber ich glaube, da wagt man sich im Moment nicht so sehr, weil es halt tatsächlich nicht nach oben befreit. Herr Zwermann, vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, viele Rohstoffaktien und viele Rohstoffwährungen haben angezogen. Der DAX ist momentan noch auf Richtungssuche. Gelingt ihm aber, es nicht über 10.390 zu kommen, dann ist ein Sturz unter die 9.000 wieder nicht ausgeschlossen. Wir werden darüber natürlich tagesbörsentäglich berichten bei der Aktionär TV. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen.